Moin, willkommen zurück zum Let's Play U-Boot Folge 119 Simmer und ich bin immer noch in Operation Weserübung, beziehungsweise ja, es halt heißt Unternehmen Weserübung. Bei mir heißt das immer Operation Weserübung. Das Einzige, was jetzt noch angezeigt wird, wird die vollkommen zerdonnerte Pimpernel, die wir letztes Mal so richtig mies zersägt hatten. Ich möchte einmal versuchen. So, nach, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich das jetzt übersprungen habe. Ich weiß, dass ich ein bisschen im Kreis gefahren bin seit dem letzten Mal. Wir hatten dann Punkt 9 und dann Punkt 10 hatten wir die restlichen Frachter aus dem Geleitzug zersägt. So, ich hatte ja gesagt, dass wir eventuell ein bisschen an Tauchübungen machen, beziehungsweise an Taucher-Action machen. So, um mal zu schauen, ob die nicht vielleicht irgendetwas Interessantes am Start haben. Dazu nehmen wir uns den Kurt Hoffmann, der jetzt hoffentlich nicht verbuggt, sondern, ja, dankeschön, so, spielen, ne? Weiß ja, wie das ist. So. Und er zieht sich da mal den Anzug an. Er sieht ja jetzt auch aus wie so ein Profitaucher. Kann mir gerade mal gucken, so. Nö, nö. Da, jetzt hat er auch diesen komischen, das Schlabberding an. Den Helm hat er noch nicht an, den hat er gleich auf der Mission erst an. So. Aber können ihm das hier so schon mal antun. Und dann geht er gleich an der Winch über Bord. So, wir gehen langsam hier hin, stoppen das Boot dann auf. Und wenn dann nicht alles schief geht, dann müssten wir jetzt theoretisch ziemlich genau über dem, ziemlich haargenau irgendwie über dem Wrack sein. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann müsste das funktionieren. So. Der Kapitän, den packen wir direkt nochmal mit ans Uzo. Der soll einfach mal Ausschau halten. Nicht, dass wir jetzt gleich irgendwie überrascht werden oder so. So, genau. Den Einzelboden stehen wir schon mal nach oben. Den Rest, das schauen wir jetzt mal. Ob der Kapitän hier irgendetwas sieht. Mal so, um zu gucken, ob jetzt hier irgendein Gerät angefahren kommt oder nicht. Aber es sah bislang ganz gut aus. Gab auch keine Flugzeuge oder dergleichen. Nee, das sieht soweit ganz gut aus. Dann können wir das mal versuchen. Ich möchte mal schauen, ob ich das jetzt überhaupt erreiche, ob ich jetzt mit ihm überhaupt die Winch erreiche und ob er dann damit überhaupt interagieren kann. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob dieses Wrack, nach dem getaucht werden soll, ob das Wrack erreichbar ist oder nicht. Empire Moose Frachter, warte, entsenden Sie einen Taucher. Tatsache, ich kann aber theoretisch müsste man auch an die Winch. Genau, da, die Winde, da ist es doch. Wie kann ich damit interagieren? Kann man da irgendwie interagieren? Rechtsklick? Nein? Nein? Okay. Also eigentlich kann man damit interagieren, aber jetzt gerade kann ich leider nicht interagieren. Okay. Dann Kurt Hoffmann, weil Kurt Hoffmann ist der Offizier, der das Taucher-Perk hat und deswegen 50% schneller ist bei allem. So, fortsetzen. Nüt, nüt. Er geht jetzt sehr tief nach unten. Mein Freund, ich sehe überhaupt nichts. Boah, nachdem auch das Schiffsdeck herabgelassen worden war, braucht Kurt ein paar Minuten, um das Schott des Deckshauses zu öffnen. Einmal drinnen betrat er einen Raum mit einer Kombüse und verschiedenen Unterkünften. Nichts Besonderes. Ein Fisch, der ungeschickt versuchte, einen Huhn aus dem Kühlschrank zu essen. Okay. Gehen Sie in den Maschinenraum hinab. Pass bloß auf dich auf, mein Freund. Pass bloß auf dich auf, weil vielleicht, wenn das Ding jetzt irgendein wertvollen Frachtgut dabei hat. Sehen Sie sich die Transportgüter an? Da hinten, oh, da hinten sieht man das Loch vom Torpedo oder vom Einschuss tatsächlich. Krass, okay. Sehen Sie sich die Transportgüter an? Sehen Sie sich die Transportgüter an? Was geht denn hier ab? Alter, wir haben einen Goldtransport versenkt.
Alter. Kollege, ich glaube, du musst jetzt ein paar Überstunden machen. Wir haben einen Goldtransport versenkt. Du musst das leider alles jetzt hochholen. Alleine. Das ist Scheiße, Alter. Das gibt's gar nicht. Wir haben letztes Mal einfach einen Goldtransport versenkt. Also aufgebracht. Fürs Protokoll, das wäre schlau gewesen, wenn ich die Kiste nur angeschossen hätte, ohne sie gleich zu versenken. So ein Mist. So, schau dir weiter die Transportgüter an. Boah. Mal Gold oder soll man Juwelen einpacken? Auf was habt ihr Lust? Das ist nicht zu fassen. Okay, pass auf. Wir müssen ja irgendwie noch ein bisschen Platz machen, ne? Das nicht, das nicht, das nicht. Aber der Captain, der hat noch einen Platz frei. Der Captain hat noch einen Platz frei. Herrlich, so. Wie gut das Schiff auch vor Anker liegen bleibt. Absolut gigantisch. So. Ihr anderen geht mal alle weg hier. Genau. Du machst mal bitte das Loch auf, damit ich da mal rein kann. Weil dann möchte ich dem Captain nämlich noch ein paar Ersatzteile geben. Ja, so, und dann haben wir nämlich noch einen Platz frei. Ist da am Deck geschützender Platz? Nein. Ist da eine Flak Platz? Nein. Ist da Platz? Nein. Ist da Platz? Nein. Gut. Ist also allgemein ist Platz jetzt eine relativ spärlich gesäte Angelegenheit. Okay. Aber so ist das eben, wenn man mit Gold beladen gleich nach Hause fährt. Ah, das gibt Geld gibt das. Leute, wir sind reich. Stinkreich. Das gibt's nicht. Gehen Sie zurück in den Maschinenraum. Nein, gehen Sie dahin. Begib dich direkt dorthin. Lagere Goldbarren ein. Bitte schön. Eins, zwei, drei. So. Sehr geil, sehr geil. Vom Dienst befreit einen Tag. Anderthalb Tage. Forschung abgeschlossen. Und Forschung abgeschlossen. Das gibt's gar nicht. Erstmal den Goldtransport an. Was ist das? Aufklärung beendet. Hafenverteidigung ist nun auf der Karte markiert. Luftaufklärung beendet. Nice. Habe ich jetzt alle Luftaufklärung? Nee, da kann ich noch Luftaufklärung machen. Hafen von Malta. Habe ich da Luftaufklärung? Nein. Habe ich sonst überall Luftaufklärung? Okay. Offensichtlich habe ich über Luftaufklärung. Was könnte man denn noch erforschen? Gäbe es etwas, was ich jetzt noch erforschen kann? Ich habe einen Ansehenspunkt. Und ich brauche deutlich mehr als einen Ansehenspunkt. Okay, ich merke schon, das wird nichts. Ja, mit Forschung ist gerade leider nicht, Jungs. Weil ich habe zu wenig Ansehenspunkt dafür. Gut, dann werden wir das einfach so lassen. Neue Funktelegramme. Mehrere weit auseinanderliegende Rauchwolken. Planquadrat AN722. Verdächtiger Konvoi. Verdächtiger Konvoi. Kurs östlich. Sende Peilungen. AN722. Kurs östlich. Okay. Zeig mir mal, wo AN722 ist. AN722. Hä? Warte mal, wo bin ich jetzt blöd? Wo soll denn das sein? AN4, AN6, AN5, 4, 6, 8, 7. Das ist da. AN72. AN722. Okay. Kurs östlich. Die werden nach da fahren. So, das wird so ein Küstengedöns sein. Kurs östlich. Boah, die sind ja irre weit weg. Ein verdächtiger Konvoi, den würde ich ja sehr gerne abfangen. Wie lange ist denn das bis dahin? 543 Kilometer. Über 500 Kilometer, das kannst du vergessen. Bis ich da bin, sind die schon 100 Jahre lang weg. Scheiße. Ja, krass. Genau deswegen wollte ich einmal runtertauchen. Jetzt brauchen wir das andere Schiff eigentlich gar nicht mehr zu kontrollieren, weil jetzt haben wir ja schon den Frachtraum voll mit Gold, ne? So.
Kann uns dann ja jetzt egal sein. Okay. Der Offizier, da kommt bitte mal wieder hoch. Hervorragend, sehr gut gelaufen. So, der Kurt Hoffmann, der hat das nämlich echt drauf. Du bist unser Hoffnung. Unsere Hoffnung, Mann. So. Komme ich hier hoch. Und dann möchte ich gerne, solange wie er sich noch umzieht und dieses andere Zeug umzieht, programmieren wir mal den Schiff des Kurses. Den Schiff des Kurses. Den Kurs des Schiffes auf. Auf Watten. Erstmal auf unser Lieblingsgebiet hier. Und dann fahre mich mal mit der Dieselmaschine dahin. Einfach nur so was geht. Kapitän? So, währenddessen ziehen wir unserem Offizier mal dieses Zeug aus. So. Das sieht ja so aus, als hätten wir dann ganz schön gewonnen gerade. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir so gewinnen, aber wir haben ganz schön gewonnen jetzt letzte Folge, wo wir die ganzen kleinen Schiffe zersägt haben. So. So, was macht sie? Sie wendet über Steuerbord, sehr schön. Mach mir das mal genau so. Ja, genau. Sie wendet über Steuerbord, herrlich. Und dann nehmen wir Kurs auf unser Patrouillengebiet wieder. Und schauen dann zu, ob wir nicht noch vielleicht irgendetwas ergattern können, um vielleicht noch ein bisschen mehr Unfrieden zu stiften. Denn zwei Torpedos haben wir vorne noch über. Das sind zwar nur so Dumpfbacken-Dinger, aber na, wer weiß, vielleicht reicht's ja. Und was ich dringend auch noch machen will, ich habe nämlich vergessen nachzugucken, ob ich hinten nachgeladen habe. So. Die Kombüse, die machen wir mal wieder an, ne? Rumpel, rumpel. Ah ja, genau. Hinten habe ich nachgeladen. Ist auch ein T2 dran. Also wir haben noch drei Torpedos. Genug Munition für die 8-8er. Also ein bisschen kampffähig sind wir noch. Werden wir dann sehen, was abgeht. So. Erstmal kann der Offizier ein bisschen Karten spielen gehen. So, um die Moral noch ein bisschen aufzupumpen. Weil ich würde mal behaupten, dass das jetzt gerade doch ein relativ epischer Sieg war. Zumindest das, was wir jetzt gerade eben so erlebt haben. Ich mache einen kurzen Cut und schalte dann wieder zu, wenn etwas Atemberaubendes passiert. Einen Augenblick. Hallo, wieder da bin ich. Ja, es hat ganze 30 Sekunden gedauert, weil ich nämlich komplett vergessen habe. Wir haben ja in zwei Folgen vorher haben wir einen Zerstörer angeschossen und angeknackst, der hier so wie so eine tote Badewanne im Meer liegt. Den müssen wir ja noch versenken. Ja, der tut mir so wird von überhaupt nicht leid. Komm, dreh mich mal an. Den müssen wir noch ein bisschen tiefer legen. Die komische Frittenbude da. So. Das liegt ja schon verhältnismäßig tief. Aber der muss noch komplett tiefer gelegt werden. So. Sind wir jetzt gleich da in der Nähe? Sehe ich den nicht im normalen. Bitte ein bisschen den Kurs angleichen, damit ich da dran komme. So. Da drüben ist er. Kann ich ihn endlich mal sehen hier? Langsam drauf zu. Dann können wir gleich mal als U-Boot da gemütlich daran vorbeituckern, weil normalerweise sollte es ja jetzt ja eigentlich möglich sein, jetzt wo er verlassen ist, dass er eigentlich uns nicht mehr beschießt. Ich meine, tut er auch nicht mehr, sonst würde er uns ja schon längst beschießen. Davon mal ab, hier sehen Sie. Dann kann der Kapitän noch zwei Helfer-Sneakys mit an seine Knarre haben und dann fahren wir da mal vorsichtig lang. So, hier vorne sind wir. Das ist unser Zerstörer.
Und das ist er dann auch gleich gewesen. Wir schauen ihn uns noch einmal an. So, zwei große Artilleriegeschütze vorne. Zwei große Schornsteine, einen großen Suchscheinwerfer, zwei fette Geschütze hinten. Ein Torpedowerfer. Was war das? Eine EF-Klasse, glaube ich, ne? Auf jeden Fall ein U-Boot-Killer. So. Auf jeden Fall war es ein U-Boot-Killer, den wir vor zwei Folgen angeschossen haben. Und der ist jetzt Frette. So, das hat genau. Oh, das hat genau ein Schuss gereicht. Nee, doch, Tribal-Klasse versenkt. Habe ich das so falsch in Erinnerung gehabt gerade? Okay. Naja, von mir aus dann eben Tribal-Klasse. Hauptsache, dass es weg ist. So. Rettungsboot, wir bewegen uns zu schnell. Wollen wir die Jungs versorgen oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich könnte eigentlich den Ruf gebrauchen. Wir machen das diesmal, dass wir die versorgen. Dieses Mal. Geben Sie Vorräte. Geben Sie reichlich. So, Dosenfleisch. Eins. Geben Sie Vorräte. Zwei. Sehr geil. Da muss man sich. Wäre schön, wenn man das auch so als Sammelbestellung machen könnte. Da muss man das nicht 100 Mal anklicken, wenn dann sechs so Schiffe sind. Stell mal vor, du zersägst jetzt so einen gesamten Geleitzug und willst alle mit Vorräten versorgen. Einfach nur so, weil du viel zu viel Futter an Bord hast, zum Beispiel. Solche Situationen gibt's ja. War ich jetzt schon bei vier? Ja, war ich. Okay. 5, so. Und stell mal vor, du machst das mit, keine Ahnung, so 12 Booten oder so. 12 Rettungsbooten. Ist ja ohne Probleme möglich. Dann hast du aber auch richtig was zu klicken dabei. So, schwupp, schwupp, jetzt haben wir die alle mal versorgt. Einfach nur so, weil es geht. Und gleichzeitig habe ich jetzt hier oben einen Ansehenspunkt gekriegt. Mehr Ansehenspunkte für mehr Forschung, für viel besseren Kram. So, wo waren wir jetzt gerade eben? Wir sind von hier oben aus irgendwie ein bisschen rumgecruist und dann sind wir nach hier und dann habe ich den Abstecher nach Punkt 7 gemacht. So, und jetzt können wir endlich mal wieder von Punkt 7 aus loskrassen. Genau. So. Das wollte ich doch nur einmal, das wollte ich nur einmal gesagt haben. Und hier gibt es ja noch mehr Punkte, die wir abklappern können. Es gab ja auf unserer Route, haben wir jetzt einige Sachen bzw. einige Badewannen versenkt, die so eigentlich noch kontrolliert werden könnten. Wir müssten noch einmal an Punkt 3 vorbeischauen, dann ganz vorne an Punkt 1, 2 und hier noch an Punkt 2, einfach nur so, um zu sehen, ob hier noch irgendetwas Dringendes zerlegt werden muss. Ich glaube, die Markierung hier unten können wir wegmachen. Das ist sowieso egal. Das wäre sowieso egal. So. Genau, ich glaube, das werden wir auch machen. Einfach mal diese ganzen letzten Markierungen abfahren, die wir da getan hatten. Eventuell sind da noch angeschossene Schiffe oder solche, nach denen man tauchen kann, obwohl ich ja jetzt eigentlich nicht mehr tauchen muss, weil wir jetzt haben wir den Laderaum voller Gold. Gut, ich mache hier eine kurze Folgenpause. Es sind bereits schon 20 Minuten vergangen. Ich möchte nicht, dass es nochmal so extrem die Überlänge ist. Das ist leider in der letzten Zeit mir passiert, dass ich immer wieder cutten musste. Deswegen hier gerade mal eine Unterbrechung. Ich weiß ziemlich sicher, dass es in der nächsten Folge direkt schon wieder heiß hergeht. Heißt, der nächste Geleitzug kündigt sich bereits schon an. Bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter. Bis demnächst. Tschüss, tschüss.